Ich glaube, jetzt haben wir eine kleine Pause verdient. Ja, das ist ein Missverständnis, das meine ich nicht. Das ist auch eine Gemütlichkeit, die neue Kölner Gemütlichkeit. Aber was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte, das ist ein uriges Brauhaus, was ganz, ganz, ganz eigenständig, bodenständig ist. Ja, hier sind wir richtig. Das ist jetzt im Geschmack der neuen Zeit. Kein Imitat, sondern echte Backsteingotik. Und wenn wir gerade mal reingehen, dann zeige ich Ihnen, wie es drin aussieht. Es handelt sich hier um ein besonderes Exemplar kölnischer oder wie der Kölner sagt, kölscher Gemütlichkeit. Schönen guten Tag. Das ist der Tresen. Da kann man sich überall hinstellen. Sie sind der Kürbis. Das ist ein typischer kölscher Kürbis. Er hat die typische kölsche Kürbistracht. Das ist hier das Portemonnaie. Und das ist der sogenannte oder auch Kranz mit der Nummer 2. Und da wird dann das... der Bierkranz. Das ist der Bierkranz, da wird das Kölsch gezapft. Und hier, das ist, was ist das? Das ist die Vorderkarte. Ah, das ist die Vorderkarte. Das ist die Vorderkarte. Was ist Vorderkarte? Vorderkarte ist Vorderkarte. Nur das ist die Vorderkarte. Ja. Da steht alles drin, nur was man... auf Kölsch. Ah ja, auf Kölsch. Das ist sozusagen in der Originalsprache hier der Ureinwohner. Bockwurst, Halben Hahn, Sulz mit... Oh, so schnell. Hemmsche. Ah ja, nee, das lassen wir jetzt. Und was ist das? Das ist die dort sind Getränke, Stippe, Fütze, Alt und Lahn und Dick und Dünn. Ja, Dick und Dünn und Alt und Lahn. So, ja. Und da haben wir hier, sehen Sie ja, das ist also renommiert, das ist restauriert, das ist alteingesessen. Ich weiß, Sie sind die zapfen das Bier, damit er es rechtzeitig... Und Sie müssen immer aufpassen. Trinken Sie ein Bier mit. Darf ich Ihnen auch ein Bier ausgeben? Das ist ein typisches Glas Kölsch, das ist hier ausnahmsweise bis über den Eisstrich, das hat man sonst normalerweise nicht. Und dann geht es ja so... Also normalerweise ist es immer bis zum Eisstrich. Normalerweise ist es immer bis zum Eisstrich, selbstverständlich. Und wenn man bis hierhin runtergetrunken hat, dann wird gleich ein neues Kölsch gebracht, sodass man nicht wie ein alter Diesel trocken läuft. Und dieses, sag mal gerade, Prost. Prostchen. Wunderbar, frisch vom Fass. Und jetzt hat das ja früher einen Namen gehabt, das hieß ja früher das... Das der Invalidendom. Ah ja, das hieß, das habe ich mir aufgeschrieben, das hieß... Das hieß Invalidendom. Ja, Invalidendom. Ja, das war so, da waren hier früher Studenten drin, Rentner drin, die unterhielten sich, man verstand das eigene Wort nicht mehr, die Zigaretten lagen auf dem Boden. Das haben wir jetzt etwas gesäubert, sodass die Schwellenangst nicht mehr existiert. Das wurde ja dann überlegt in der Phase der ganzen Veredelung des Stadtteils, ob hier nicht vielleicht eine Schnellfresskette reinkommt. Nun, wir haben gesagt, das ist vielleicht nicht das Ergebnis, sondern eine alteingesessene Kölner Großbrauerei hat das so erhalten, wie es ist, sodass sie sich ihre... dass Sie sich einfach reintrauen können. Sie können einfach reinschauen, nicht wahr? Sie werden hier höflich bedient in der groben kölnischen Art. Das gehört dazu, nicht wahr? Da soll man sich nicht erschüttern. Und hat mich sehr gefreut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Nein, das hier wollen wir nicht zeigen, das gehört eigentlich nicht dazu, das ist eigentlich schon Vergangenheit. So, wir gehen hier weiter. Nein, das bitte auch nicht. Nun,